Aus dem Lukasevangelium. Es geschah aber in jenen Tagen, dass der Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und dem Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Die Zeit der Geburt Jesu war keine Friedenszeit. Das Römische Reich herrschte mit ziemlicher Gewalt, ziemlich brutal, und die Menschen waren dabei, ihre Hoffnung auf Befreiung, ihre Hoffnung, dass eine neue Zeit anbrechen könnte, in der sie frei leben können, sie waren dabei, diese Hoffnung fahren zu lassen und aufzugeben. Sie waren zermürbt. Und in diese Welt kommt, passiert etwas, was Himmel und Erde umstürzt. Gott kommt zur Welt. Gottes Sohn kommt als ein Kind in der Krippe, schutzlos, wehrlos, diesen ganzen Mächten ausgeliefert. Unvorstellbar. Unglaublich, damals wie heute. Und noch etwas Unvorstellbareres passiert. Die Engel verkünden Frieden auf Erden. Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und das sind alle Menschen. Beinahe möchte man meinen, dass Gott selbst sich am meisten darüber freut. Endlich, so scheint er zu denken, endlich kann Frieden sein unter den Menschen, die ich so sehr liebe.
Eine Botschaft für Träumer. Eine Botschaft am Ende eines wahrhaft oft friedlosen Jahres für Menschen, die sich vielleicht noch unter dem Weihnachtsbaum wohlfühlen mögen, in der heimischen Familie, aber die doch denken, naja, der Friede der Welt, taugt Gottes Botschaft dafür? Wie sehr Menschen von der Hoffnung leben und von der Sehnsucht nach Frieden beseelt sind, ist mir vor einiger Zeit deutlich geworden, als ich eingeladen worden bin, einen Workshop zu begleiten von Menschen, die so zwischen 40 und 50 waren. Die Menschen haben sich zur Aufgabe gesetzt, mal sich gegenseitig zu erzählen und zu erkunden, wie wohl ihr Leben in 5 bis 10 Jahren ausschauen wird. Und was ich sehr interessant fand, sehr bezeichnend fand und wo ich lernen konnte, was es heißt, Hoffnung zu haben und dass Hoffnung zu unserem Menschsein dazugehört, ist, dass alle ihr Leben in 5 bis 10 Jahren in rosigen Farben gemalt haben. Da ist das Geschäft deutlich besser gelaufen, die Kinder entwickeln sich prächtig, die Ehe ist fantastisch. Keiner der Menschen kam auf die Idee zu sagen, naja, ich bin in Insolvenz geraten, die Ehe ist geschieden, meine Kinder wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Nein, die Hoffnung war da, dass die Zukunft besser wird. Selbst wenn sich herausstellen würde, dass das Leben dann anders gelaufen, anders gegangen ist. Wir Menschen verkümmern, wenn wir die Hoffnung aufgeben. Wir Menschen verkümmern, wenn wir die Sehnsucht nach Frieden aufgeben. Wir reduzieren uns selbst zu Menschen, die einfach nur noch Spaß haben und ein bisschen Amüsement und Freude oder die gute Konsumenten zum Weihnachtsfest sind. Es gehört zu uns Menschen dazu, diese Sehnsucht nach Frieden in uns zu tragen. Auch wenn es so schwer ist, diese Sehnsucht zu leben, dieser Sehnsucht zu einer Stimme zu verhelfen, weil sie so oft frustriert, so oft erschüttert wird. Aber das Weihnachtsfest möchte uns Mut machen, an dieser Sehnsucht nach Frieden, nach Fülle, nach Gnade in unserem Leben und in dem Leben für die ganze Welt, daran festzuhalten. Das ist freilich nur ein erster Schritt. Thank you.
Wie kann es also gelingen, dass unsere Sehnsucht nach Frieden, nach Ganzheit, nach Versöhnung nicht nur etwas ist, was wir innerlich mit uns herumtragen und was immer wieder frustriert wird, sondern was wirklich in den Alltag umgesetzt werden kann? Welche Haltung, welche Möglichkeiten helfen uns da weiter? In unseren Kursen haben wir regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Und wenn die erzählen, wie sie in Konflikten versuchen zu vermitteln, die schier ausweglos scheinen, wo man den Eindruck hat, es gibt überhaupt menschlich keine Möglichkeit, irgendwie Wege des Friedens zu gehen, dann erinnert uns das, was sie erzählen, sehr an die Haltung von Advent und Weihnachten. Sie erzählen nämlich, dass es darauf ankommt, mit großer Wachheit zu lauschen und zu hören, ob sich in dem, was die Konfliktparteien sagen, nicht irgendwo ein Spalt auftut, wo man hineingehen kann und wo es die Möglichkeit einer Vermittlung gibt. Sie versuchen, Gelegenheiten zu schaffen, in denen Menschen sich nahe kommen können, Atmosphären zu schaffen, in denen Menschen sich nahe kommen können, wo dann der Versuch gestartet werden kann, einen Dialog zu gestalten, einen Dialog in Gang zu setzen, wo Kriegsparteien miteinander in der Lage sind, einen Weg zueinander zu versuchen, wo Wege des Friedens beschritten werden können. Diese Haltung ist eigentlich eine Haltung, die den Advent und Weihnachten charakterisiert, das sehr wache, wachsame Sensorium dafür, wo und wie Gott in die Welt kommen kann, wie Gott in der Welt geboren werden kann. Aber diese Haltung des wachen Schauens, wo gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da durchzudringen und einen Weg des Friedens zu gehen, die setzt voraus, dass wir beseelt sind von dieser Sehnsucht nach Frieden, dass diese Sehnsucht nach Frieden die eigentliche motivationale Kraft ist, diese Haltung des Wachsamseins, der Geistesgegenwärtigkeit aufrechtzuerhalten, um zu schauen, wie diese Friedenssehnsucht, wie die Liebe, die wir haben, wie die wirksam werden kann, auch unter völlig zerstrittenen Parteien. Nun haben wir oder kaum einer von uns die Möglichkeit, die Diplomaten und Diplomatinnen zur Verfügung haben auf diesem Weg des Friedens. Aber die Haltung ist doch dieselbe, die wir auch an den Tag legen können. Denn es ist ja nicht nur so, dass es den Unfrieden da draußen gibt, sondern der Unfrieden da draußen, mit dem wir das Jahr über stark konfrontiert worden sind, das hat ja auch eine Resonanz in uns. Das macht uns unfriedlich. Das macht uns gereizt. Das macht, dass wir dünnhäutiger rumlaufen, dass wir schneller bereit sind, auch persönliche, private Konflikte eskalieren zu lassen. Und wer in einem solchen Umfeld die Sehnsucht nach Frieden wirksam werden lassen möchte, der muss eben wachsam schauen, wann ist denn überhaupt ein richtiger Augenblick, um Dinge anzusprechen? Wann ist die Zeit dafür und wie können wir Atmosphären schaffen, wo wir Friedensbringer sein können, wo wir verfeindete Parteien miteinander ins Gespräch bringen oder wo wir selbst auch in ein Gespräch gehen können, damit wir Dinge, wo wir Unfrieden geschaffen haben, wo wir Versöhnung bringen können. Vielleicht ist das Weihnachtsfest, die Weihnachtszeit, so eine Gelegenheit, zur Stille zu kommen, sich berühren zu lassen von der wunderschönen Musik, auch in diesem Weihnachtsvideo, vielleicht einen Gottesdienst zu besuchen, um sich von den Symbolen, den tiefen Texten berühren zu lassen und neu
in Resonanz mit unserer Sehnsucht nach Frieden zu kommen, um dann zu merken, was für eine große Kraft diese Sehnsucht nach Frieden ist und dass wir sie umsetzen wollen, dass wir selber so zu Söhnen und Töchtern Gottes werden, die Frieden in einer zerrissenen, unfriedlichen Welt gebären.